So, dann hallo zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Medi Baroth und TBB Trier. Endergebnis 96-82 vor 2830 Zuschauern. Ich begrüße die beiden Trainer, unseren Trainer Michael Koch und den Trainer der Trierer Hendrik Rödel, den ich auch um sein Game Statement bitten darf. Ja, Glückwunsch, Mike. Das war also von den letzten Wochen sicherlich emotional und auch von dem, was die Mannschaft, deine Mannschaft gemacht hat heute, das Beste, was ich gesehen habe. Und in der richtigen Form, die Situation, in der ihr seid, von Anfang an mit sehr viel Emotion und Leidenschaft gespielt. Leider war unsere Mannschaft in der ersten Halbzeit emotional nicht auf diesem Niveau. Hat es diesen Kampf nicht annehmen können, so wie das Bayreuth gegeben hat. Und ich finde, dass sie ein bisschen Charakter gezeigt hat in der zweiten Halbzeit, um zumindest auch in ihr Spiel wieder zu finden. Wir gehen durch sehr schwere Zeiten im Moment. Das ist sehr, sehr schwer, sich so normal vorzubereiten, wie das in normalen Spielen der Fall ist. Wir haben aber jetzt auch eine Situation, wo wir noch in zwei Wochen 5 Spiele spielen und wo so eine gewisse Normalität dann auch wieder eintreten muss und wo ich dann auch von der Mannschaft natürlich erwarte, dass sich normal vorbereitet, was heißt dann natürlich auch emotional vorbereitet zu sein auf so ein Spiel und auch auf einen richtigen Kampf, den die Mannschaft, ja unsere Mannschaft dann auch angenommen hat in der zweiten Halbzeit, aber es war natürlich viel zu spät. Sieg geht ganz klar in Ordnung und verdient an Bayreuth. Spiele, die in den letzten Wochen gefühlt nicht so stark waren, vor allem Palisa und Burrell, heute mit unglaublichen Wurfquoten und von uns eigentlich nicht zu kontrollieren. Und dementsprechend geht es auch in Ordnung. Ja, Mike, dann dein Statement bitte. Na, zuerst danke an Hendrik. Wenn wir von schweren Zeiten sprechen, dann müssen wir Trier mit ins Boot nehmen. Denen geht es viel, viel schlimmer als uns. Ich denke, das hat man heute gesehen. Der Hendrik hat das angesprochen, welche Probleme da vorherrschen. Ich möchte über das Spiel überhaupt nicht so viel Worte verlieren. Der Hendrik hat mir da schon viel aus dem Mund genommen, dass die Einstellung gestimmt hat heute von Anfang an bei so einem wichtigen Spiel. Wenn du gegen eine Mannschaft spielst wie Trier, die in dieser Situation ist, dann musst du versuchen, die Mannschaft frühzeitig aus dem Spiel zu nehmen. Das haben wir in der ersten Halbzeit sehr gut geschafft, haben diese Führung herausgespielt. Hut ab auch vor der Leistung von Trier am Ende. Ja, so eine Mannschaft kann sich dann auch aufgeben. Sie haben Gegenwehr gezeigt am Ende noch, haben das Spiel aggressiv und auch mit viel, viel Power zu Ende gespielt, gerade im letzten Viertel. Mir, uns, dem Verein, ich glaube der Stadt Bayreuth fällt ein großer Stein vom Herzen. Es war viel Druck in den letzten Wochen. Die Mannschaft hat sehr viele Spiele in Folge verloren, hat nicht unbedingt immer ihr wahres Gesicht gezeigt. Verletzungen, die Sache mit Brickman, also es war auch für uns nicht einfach und deswegen bin ich einfach nur froh, dass wir es geschafft haben, dieses Spiel heute zu gewinnen und wie gesagt, diese auch nervliche Belastung, dass die jetzt so ein bisschen von uns abfällt. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bei Trier hat heute Mönninghoff gefehlt, ist der auch schon raus, so wie Chicoco oder nur verletzt? Nein, also zum Unglück kommt Pech dazu, er ist diese Woche umgeknickt, hat eine starke Bänderdehnung, war nicht spielfähig. Wir hoffen, dass er dann für die letzten 5 Spiele spielfähig ist, aber konnte leider heute verletzungsbedingt nicht, ähnlich wie Toni Kanti, der ja schon seit sehr, sehr vielen Wochen ausfällt, verletzungsbedingt beide nicht dabei heute. Noch Fragen? Ja, Stichwort Verletzung, weiß man schon, was der Wembley widerfahren ist? Ja. Ich denke, ähnliche Verletzungen wie bei Mönninghoff, der ist umgeknickt. Wir gehen davon aus, dass es eine Bänderverletzung ist. Wie bei Javon McRae möchte ich mich auch jetzt nicht dazu äußern, denn das haben wir bei Javon McRae auch nicht gemacht. Und dann kam dann die Hiobsbotschaft. Also er ist umgeknickt, er wird untersucht werden und dann müssen wir abwarten, inwieweit er, wie schwer die Verletzung ist und inwieweit er dann auch wieder hergestellt wird, um uns dann weiterzuhelfen. Wenn die Frage gerade kommt, ich möchte trotz allem hier nochmal ein besonderes Lob an Brian Bailey aussprechen.
der nach seiner schweren und langzeitigen Verletzung heute für uns, glaube ich, ein enorm wichtiger Faktor war. Ruhe ins Spiel gebracht hat, attackiert, wenn er attackieren musste. Er hat so ein bisschen auf Halbgas gespielt. Ich glaube, er ist selbst noch nicht 100% fit, aber er hat es okay bekommen und hat gesagt, er stellt sich im Dienste der Mannschaft heute auf das Feld. Und deswegen, glaube ich, gebote das die Ehre an ihn, dass er sowas gemacht hat, dass er am Ende seiner Karriere nochmal hier alles gegeben hat für uns. Deswegen ein großes Dank an Brian Bailey von meiner Seite. Haben wir noch Fragen? Vielleicht noch einen Satz zum Abgang von Jason Pittman. Wie das gelaufen ist und wie das bei euch angekommen ist sozusagen. Hat sich das bei euch intern abgezeichnet oder seid ihr auch? Hat sich überhaupt nicht abgezeichnet. Also wir haben nach dem Spiel in Bremerhaven sind wir von Jason Brickman informiert worden, dass er den Verein verlassen möchte. Daraufhin haben wir uns zusammengesetzt, auch mit der Mannschaft. Wir haben das Thema besprochen. Also der Auflösung des Vertrages wurde ging vom Spieler aus. Und wenn ein Spieler nicht für Medi Bayreuth spielen möchte, nicht mit seinen Mannschaftskameraden hier im Abstiegskampf alles geben möchte, dann ist auch kein Faktor mehr für uns. Noch Fragen? Gut, dann noch der Hinweis auf unser nächstes Spiel. Kommenden Sonntag in Tübingen. Nächstes Heimspiel ist dann am 19. April um 18 Uhr gegen Braunschweig. Noch einen schönen Abend. Tschüss.